Scratch, da ist ein Wolf. Renn schnell weg. Wow. Nicht, dass uns der Wolf noch bekommt. Oh, da ist ja noch ein Wolf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Ice Age Scratch, ein lustiges Abenteuer. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Unser kleiner Scratch setzt heute seine Reise fort und etwas Unglaubliches ist in der letzten Folge passiert. Denn seit der letzten Folge besitzen wir zwei besondere Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist der Doppelsprung, den ihr bereits gesehen habt und kennt. Der zweite besondere Punkt, die besondere Fähigkeit ist, tada, das Katapult. Damit können wir durch diese Ringe wie ein Katapult von A nach B geschossen werden und somit weite Entfernungen, weite Distanzen zurücklegen. Oh, was haben wir denn da? Ein Steinchen. Ja, sehr schön. Okay, nehmen wir mal mit. Vielleicht hilft uns das weiter. So, jetzt machen wir hier Karate-Kick. Pa, pa, pa. Und alles ist weg. Wir schauen mal weiter. So, sehr gut. Dann hier mit dem Scratterpult wieder zurück. Lustige Fähigkeit. Wir haben praktisch magische Hände und können damit bei diesen Ringen eine Art magnetische Anziehungskraft erzeugen. Damit werden wir wie ein Magnet zum Ring gezogen und darüber hinaus nach vorne katapultiert. Eine schöne Fähigkeit, die wahrscheinlich hier und da sehr wichtig sein wird. Ich bin ja gespannt auf die nächste Fähigkeit. Ich bin vor allem gespannt, wie viele Fähigkeiten es noch gibt. Eine wird auf jeden Fall klar sein, das wird die Fähigkeit sein, wahrscheinlich diese komischen Kristalleichelblöcke zu verschieben. Das ist noch ein großes Rätselchen im Spiel. Wir sind den Blöcken schon sehr oft begegnet. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Ice Age gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Dann verpasst ihr keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr von unserem kleinen Scratch. Und das alles natürlich kindgerecht für die ganze Familie zum Angucken. So. Scratch, wo sollen wir hin? Scratch hat gefunden, ein Ring aus Stein, mehr aber nicht. Ja, mehr leider nicht. Aber Scratch, ich sehe schon, da vorne ist der Höhleneingang. Ja, okay, da kommen wir nicht weiter. Dazu fehlt uns eine neue Fähigkeit, die wir mit Sicherheit im Laufe des Spiels noch bekommen. Aber hier geht es jetzt in die Höhle, tief in diese Kristallhöhle. Wow. Die ist ja mal richtig atemberaubend. Allein dieses große Dinosaurier-Skelett. Das bildet hier in dieser Höhle auch eine Art Brücke. Das heißt, wir springen da direkt mal rein. Erstmal, wow, wow, wow! Und die Musik hier ist auch sehr mysteriös und geheimnisvoll. So, jetzt geht es hinten über die Wirbelsäule. Praktisch, die eine Brücke ist, die als Brücke fungiert. Geht es hier nach unten? Ja, super. Was haben wir denn da drin? Ah, ja. Natürlich wieder so einen kleinen Schrauben. Ja, eine kleine Schraube oder ähnliches. Zumindest sieht es immer so nach einer Schraube aus. Was haben wir denn hier? Zack, bum, bam, bum, bum, bum. Weg mit dir. Bum, bum, bum. Ah, kleiner, fieser Frechdachs. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, der Käfer, der hat noch nicht genug. Ich sehe schon, ich sehe schon. Aber ich flüchte einfach. Soll der Käfer mich bitte in Ruhe lassen? Ich habe jetzt keine Lust auf den Käfer. Na gut, hier, nimm das. So. Der Käfer ist Geschichte und wir können unsere Reise hier durch diese Ruine fortsetzen. Oh, hier ist sogar die Statue kaputt gegangen. Wer das wohl war? Ich sehe schon, wir rutschen runter. Oder? Nee. Ich dachte, es wäre eine Rutsche. Sieht sehr steil aus. Oh nein. Fliegende Insekten. Oh nein, das hat uns gerade noch gefehlt. Ne, die müssen wir auf jeden Fall mit kleinen Eicheln abwerfen. So, hey, wo seid ihr denn? Nehmt das und das. Zwei Treffer brauchen die Dinger. Okay, verstehe. So, ah, immer noch kein Treffer. Jetzt aber. Jetzt ist auch endlich mal ruhig hier im Karton. Die waren so laut. Unglaublich. So, hier können wir graben. Gut, machen wir gleich mal. Scratch, unser kleiner Grabeprofi, der hier direkt auch mal was Wichtiges findet, so scheint es.
nehmen wir natürlich alles mit. Alles tolle Sachen, mit denen wir sicherlich etwas Wichtiges anfangen können. Gut, dann mal weiter. Wir laufen hier kreuz und quer. Es ist besser, schlafende Wölfe nicht zu wecken. Schleiche dich an ihnen vorbei und wecke sie ja nicht auf. Schlafende Wölfe? Was ist, wenn man schlafende Wölfe mit einer Eichel abwirft? Wir schleichen uns einfach mal an ihnen vorbei. Wie jetzt? Ich war doch ruhig. Wow! Okay, 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 okay. Entschuldigung. Kleiner Frechdachs. Na, komm her. Aua. Hey. Okay, ich sehe schon. Eicheln bringe ich hier rein gar nichts. Ich spute mich lieber und laufe schnell weg. Oh nein, verfolgt er mich immer noch? Ich glaube, der verfolgt mich immer noch. Scrat, lauf lieber mal ein paar Meter weiter, bevor der Wolf uns noch auffrisst. So, oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Ah, eine schwebende Plattform. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Höhle so interessant und schön finde. Normalerweise sind Höhlen immer ein bisschen trist, langweilig, dunkel und so weiter und so fort. Aber diese hier finde ich sehr schön. Was hat das eigentlich mit diesen Statuen auf sich? Was ist das für eine Gottheit? Was soll das für eine Figur darstellen? Habt ihr eine Idee? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr Ideen habt, was das für eine Statue sein kann. Und hier haben wir eine Eisfläche, die wir zerstampfen können. Ah ja, da waren drei Kisten. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh nee, kleine Käfer. Hallo Käfer. Oh, ich muss sagen, die Stampfattacke ist gar nicht mal so schlecht. Die entfernt meine Freunde Enu. So, gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Das können wir mal mitnehmen. Ja, da müssen wir das einsetzen. Und dann öffnet sich auch schon dieses sagenumwobene Tor. Oh, sind wir denn jetzt schon wieder in der Eiswelt? Wie kann das denn sein? Machen wir einen kleinen Schlenker durch die Eiswelt? Okay, wie auch immer. Meine Fähigkeit. Sag einmal bitte Superkräfte. Ob uns das hier weiterhilft? Naja, mal sehen. Da ist ein Erdmännchen. Da oben ist noch eins. Hallo, Erdmännchen. Na? Lust auf Karate? Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Das stimmt. Aber ihr wollt mich bestimmt abwerfen. Ich kenne euch. Ihr seid alle gleich. So, da ist noch eine... Oh, jetzt bin ich runtergefallen. So, hey, 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 hey. Karate Kid. Ciao, pow, 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 pow. Das ist immer das Lustigste. Karate Kid. Pow, pow, pow. Einfach mal diesen kleinen Erdmännchen zeigen, wo hier der Hammer hängt. Oh, ist das eine Rutsche? Wow, aber eine sehr kurze Rutsche. Aber jetzt rutschen wir anscheinend weiter. Und jetzt kann ich die magischen Fäden... Ah, nee, müssen wir gar nicht. Ich kann da runter. Das hier einsetzen. Naja, müssen wir da hoch? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein kleines Reh. Oh, nein, nein, stopp, stopp. Oh, nee. Jetzt muss ich auf meine Mitfahrgelegenheit warten. Und hörst du dieses laute Rauschen? Das ist der Wasserfall. Eieiei, jetzt aber. So, hoch mit uns. Eine Stufe aufwärts, bitte. So, sind wir hier oben angelangt. Hier gibt es erstmal Energie für uns. Sehr wichtig. Ich dachte, wir sind jetzt in einer Höhle und nicht in einem Eisberg. Hui, was ist das denn? Das sind schlafende Wölfe. Okay, wir müssen jetzt leise sein. Scrat, leise sein, nicht so viel Krach machen. Sie schlafen immer noch, sehr gut. Also schnell auf die andere Seite. Perfekt. Oh, oh, sie sind wach. Aber wir bleiben hier oben, dann passiert uns nichts. Okay, jetzt schnell weiter. Da oben ist eine Kiste. Die könnte ich vielleicht abwerfen. So kann ich die Kiste noch erreichen. Perfekt. Und mehr scheint es auf dem ersten Blick hier zumindest nicht mehr zu geben. Doch, hier noch. Energie. Auch wenn wir schon genug Energie hatten.
Aber Energie kann man so gesehen nie genug haben. Wow! Hallo, ihr Erdmännchen. Boah, wie die sich erschreckt haben. Oh Gott, was machst du denn hier, Scrat? Entschuldigung, ich suche eine Kristalleichel. So, hab ich euch jetzt. Dann mal schnell weiter. Hoffentlich komme ich hier keine Piranhas. Und hier muss es richtig kalt sein. Uah. Richtig kalt. Klirrende Kälte. Warum das? Ganz einfach. Hier gibt es eiskaltes Wasser, das durch einen Eisberg fließt. Und ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt euch bereits ausmalen. Allein die Vorstellung, das muss ja bibbernd kalt sein. Rein damit. Wir kommen in den nächsten Abschnitt. Und wir sind nach wie vor in einer nicht mehr in einer Eishöhle. Wir sind jetzt wieder in einer normalen Höhle. Oh weia, was ist das denn für ein Rätsel? Das sieht ja mal wieder herrlich kompliziert aus. Okay. Gut, kein Problem. Ich habe keine Angst, sondern traue mich, mich der Gefahr entgegenzustellen. Die Frage ist nur, wo fange ich hier an? Einfach mal hier, kreuz und quer. Wir laufen mal hier hoch und gucken mal. Oh, geht's hier schon weiter? Schauen wir mal. Irgendwohin wird dieser Weg uns schon führen. Da ist auch noch ein Weg. Das sind ja mehrere Wege. Hier kann man sich ja verlaufen. Das ist ein richtiges Labyrinth. Ach, herrje, eine verschlossene Tür. Toll. Moment mal, was ist hier? Nichts. Okay. Gut. Dann laufen wir mal weiter. Scratty die Scrat. So nennen wir dich jetzt. Scratty die Scrat. Oh, Wölfe! Nein! Schnell, Scrat. Oh nein, okay, wir haben keine Zeit für die Energie. Oh, noch ein Wolf, noch ein Wolf. Tschüssi, ich hab's eilig. Heieieiei. Überall Wölfe. Mit denen ist echt nicht gut Kirschen essen. Oder Teppichtörtchen essen. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh, ein Käfer. Na komm, du kleiner Käfer, wir haben keine Angst vor dir. Sind die Wölfe weg? Die sind da unten, oder? Ich hoffe, die Wölfe kommen nicht wieder. Oh, das habe ich vorhin, glaube ich, gesucht, oder? Diesen Stöpsel. Den brauchen wir nämlich in diesem Hauptraum. Schaut mal, hier brauchen wir das. Wo setze ich diesen denn ein? Ach, hier direkt, oder? In die Vorrichtung. So. Ah ja, und was bringt uns das? Ah, jetzt kommen wir dort weiter. In den rosanen Bereich. In den rosafarbenen Bereich. Über die schwebenden Plattformen. Zack, sind wir auch schon oben. Sehr gut gemacht, Scrat. Was haben wir hier Schönes? Eis, Eis, Eis. Wieder ganz viel Eis. Sind hier wieder Wölfe aktiv und unterwegs? Ist das gar nichts. Na gut. Wir werden sicherlich mit der Zeit noch sehen, ob hier Wölfe unterwegs sind. Oder vielleicht auch nicht. Wow, was ein Sprung. So, zack, 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 weg mit euch. Ihr fiesen Dinger, ihr. So. Dann hätte ich den auch mal besiegt. Das ist weg. Wo ist der nächste Stöpsel? Bestimmt suche ich wieder einen magischen Stöpsel. Stopp, stopp. Warum wartet dieses Ding nie auf mich? Oh, jetzt ist es da, jetzt ist es da. Schnell. Gut. So, wo sind wir jetzt? Hier oben, okay. Wandsprung. Boink, boink, boink. Dieses Boink-Geräusch ist so lustig. Boink, boink. Kein Wolf, sehr gut. Ich habe immer ein bisschen Angst vor den Wölfen. So, Herzen brauchen wir nicht, haben wir genug. Moment mal, nicht so schnell rutschen. Sonst verpasse ich vielleicht noch was. Wow, habe ich irgendwas verpasst unterwegs? Ich hoffe nicht. Gute Kristalleichel nehmen wir mit. Und hier haben wir ein Stöpsel. Mal wieder. Lasst mich raten, der Stöpsel kommt in den Hauptraum. Ja, sieht stark danach aus. Okay. Stöpsel, rein mit dir. Und jetzt, was passiert jetzt? Vom rosanen Bereich geht es jetzt in den gelben Bereich. Die Kristalle leuchten hier gelb und dort wartet sicherlich, wer hätte es gedacht, der nächste Stöpsel auf uns.
Irgendwie ist es ein magischer Ort. Hier im Untergrund müssen wir die ganze Zeit Stöpsel sammeln. Stöpsel über Stöpsel. Ja, komisches Unterfangen, möchte man meinen. Oh, hey, ein Erdmännchen. Hallo, Erdmännchen. Wie geht's dir? Und ich muss wieder los. Tschüssi. Hat mich gefreut. Der Arme. Der hätte gar keine Chance, Hallo zu sagen. So, Achtung. Hier geht es tief ins Wasser runter. Springen musst du doch, mein Lieber. Nicht dich einfach fallen lassen oder fliegen lassen. Und nicht darauf achten, wo du landest. So, hier erstmal nichts weiter hoch. Hm. Sehr gut. Dann, kabum. So, dann haben wir hier noch Kisten. Da könnten unter Umständen wichtige Sachen drin sein. Vielleicht aber auch nicht. Meistens sind es ja nur Kristalleicheln. Und wir haben den letzten Stöpsel wahrscheinlich. Oder vorletzten. Ich glaube, das ist der letzte für den Bereich. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir dürfen sehr gespannt sein. Es gibt noch einen grünen Bereich. Also es gab blau, rosa, gelb und jetzt gibt es noch grün. Okay, dann geht's nochmal in einen Bereich rein. Und wieder kurz hinüberdüsen. Und stört mich hier jemand? Ja, ein kleines Erdmännchen. Nehmt das und das und das und das. Der Arme. Hat ein paar Eicheln auf den Kopf bekommen. Sowas macht man nicht, Scrat. Jetzt ist er erstmal K.O. Mal sehen, wann er wieder aufsteht. Oh, da hinten. Wie komme ich da hin? Wow. Mit Sicherheit nicht, wenn ich ins Wasser springe. Muss ich ins Wasser? Ach nee. Naja, egal. Kann ich es eben nicht holen. Vielleicht brauche ich eine besondere Fähigkeit. Den Dreifachsprung oder wer weiß. Irgendwas bekommen wir bestimmt noch. Und da ist der letzte Stöpsel. Mal sehen, vielleicht kommt jetzt noch ein, weiß ich nicht, ein roter Bereich. Hatten wir die Farbe rot schon? Nein. Oder ein brauner Bereich. Mal sehen. Ah, schaut mal. Jetzt ist diese Mittelkonsole fertig. Der mittlere Bereich, eine Steinformation, die aussieht, als gäbe es hier Treppen, die nach oben führen. Sehr praktisch für unseren kleinen Scrat. So kann er da einfach hinaufspringen. Dupidupidu. Hui. Hui und hui. Sehr gut, kleiner Mann. Dann würde ich sagen, wir springen da elegant nach vorne. Hier gibt es nochmal Kisten. Und jetzt, oh, ich sehe schon, wir müssen wieder rutschen, oder? Nee, sieht so steil aus, so verdächtig steil. Aber zum Rutschen scheint das Ganze hier nicht zu sein. Naja, mir soll es recht sein. Wir sind jetzt noch tiefer in der Höhle. Okay. Ob es hier unten in der Höhle etwas gibt? Bis auf Wölfe und andere Nagetiere. Und Käfer natürlich. Käfer gibt es immer. Was wäre die Welt von Ice Age nur ohne Käfer? Zumindest hier in diesem Spiel. Also, hey, 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 die Käfer sind los. Alle Achtung. Alle Achtung. Oh, was ist das für ein lustiger Bereich? Okay. Hier sind wieder fliegende Gegner. Ich höre sie schon. Wo seid ihr denn? Ach, da oben. Hätte ich fast gar nicht gesehen. So einfach mal abgestürzt. Okay, wir verlieren nicht viel Zeit, sondern schwingen uns direkt auf die andere Seite. Und da auch gleich noch einmal. Wumms. So muss das. Und hier sind schon wieder fliegende Gegner. Ich höre sie. Aua, hey. Okay, das wird jetzt hier ein bisschen wild. Entschuldigt bitte. Ich sehe nichts. Komische Kamerafahrt. So, Nummer 1 und du bist Nummer 2. Habe ich euch. Diese Käfer sind immer so laut. Die wecken ja noch die ganzen Fledermäuse hier in der Höhle. Oh nö, hier kommen wir auch nicht durch. Okay. Dann laufen wir mal hier weiter. Ich habe eine Kiste. Ist da was Besonderes drin? Nee. Nur Kristalleicheln, so wie immer, so wie wir das kennen. Unsere Kristalleichel-Energieanzeige links oben ist übrigens voll. Was ist denn jetzt passiert? Nicht, dass die ganze Höhle noch einstürzt. Ey. Diese Käfer, warum seid ihr immer so hartnäckig? Lasst mich doch mal in Ruhe. Okay, Kung-Fu, Kung-Fu. Pam, 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 pam. Bom.
Komm, jetzt nochmal schön die Stampfattacke ausprobieren. So, und nochmal. Wie bei Super Mario. Da setzen wir diese Fähigkeit auch immer ein. So, okay, dann springen wir mal hier hoch. Vielleicht kommen wir da oben weiter. Wer weiß. Man sollte niemals nie sagen. Ja, Kristalleicheln, okay. Mehr aber auch nicht. Gut, dann können wir weiter. Oh, jetzt brauchen wir hier irgendwas, um die Tür zu öffnen. Einen magischen Kristallstöpsel. Wo sind denn diese Stöpsel wieder hier? Also irgendwas scheine ich hier übersehen zu haben. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Lass uns noch mal kurz nach oben. Vielleicht habe ich oben irgendetwas übersehen. Auch wenn ich dachte, ich habe alles gesehen. Nein, da vielleicht? Ah, da oben. Da oben ist der Kristallstöpsel. Hab ich dich. So, dann komm mal mit, kleiner Stöpsel. Wir brauchen dich als Schlüssel für dieses Tor. So, rein damit. Oh, die Tür hat sich aber schnell geöffnet. Okay, es wird immer geheimnisvoller. Wow, was ist das denn für ein riesiger Raum? Sieht aus wie ein riesiger Altar. Mit ganz vielen Käfern. Sind das eigentlich Schnaken? Also Stechmücken? Ich weiß es nicht. Okay, Scrat, mein Lieber, du hast einen sehr, sehr spannenden Bereich vor dir. Vielleicht passiert da etwas ganz Besonderes. Was? Da ist Scrat schon voller Neugier, so wie ihr ihn sehen könnt. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben, da wo der Finger zeigt, tippt da drauf und ihr kommt zum nächsten Ice Age Video. Und ich vergesse, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bleibt katztastisch!